Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute nur ganz kurz will ich euch zeigen, wie ihr mit OBS auf der neuen YouTube Gaming Plattform streamen könnt. Und es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst als allererstes natürlich in euer YouTube Studio hier gehen. Darüber kommt ihr hier, wenn ihr auf euer Bild klickt, YouTube Studio. Und dann hier seht ihr Livestreaming. Wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr zu Jetzt streamen. Jetzt streamen bedeutet, ihr könnt wirklich jetzt streamen. Dazu benötigt ihr diese Links hier unten. Und ich zeige euch gerade in OBS, haben wir hier, habe ja schon eins. YouTube-Profil habe ich einfach ein neues erstellt. Diese drei hier sind für Record oder für Twitch oder was auch immer. Und jetzt habe ich mir noch ein YouTube erstellt. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf die Einstellungen, klickt hier oben auf Broadcast Einstellungen und dann habt ihr dieses Fenster hier. Wichtig ist jetzt, hier oben muss Livestream drin sein und noch viel wichtiger ist, probiert nicht hier YouTube zu wählen, weil es funktioniert nicht. Nehmt Custom, ups, jetzt ist es weg, naja, egal. Dann diese Adresse hier kopieren und hier einfügen, so, und den Stream Key, den hier, ja, den müsste ich jetzt, egal, mache ich einfach, kann ich ja dann pixeln, damit keiner auf die Idee kommt, auf meinem Channel zu streamen, und den kopiert ihr dann hier unten rein. Dann, was noch wichtig ist zu sagen, nachher klickt ihr auf Erweitert, Speichern, ja klar, und dann müsst ihr hier bei Keyframe Intervall 4 einstellen. Ganz wichtig, es muss 4 drin sein, sonst kommt eine Fehlermeldung und das Ganze funktioniert nicht. Alright, wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf OK, könnt ihr die ganzen Szenen, das ganze OBS noch so vorbereiten, wie ihr es gerne habt und dann eigentlich nur noch Streaming starten drücken und hier noch das Ganze benennen und das war's dann. Dann geht es etwa ein paar Sekunden und das Ganze startet. Dann, was es noch gibt, sind die Veranstaltungen. Gucken wir uns kurz hier an. Habe ich jetzt noch eine drin, kann ich eigentlich löschen, da habe ich was probiert, hier löschen, so, yep, boom, alright. Okay, bei euch sieht es eigentlich so aus, dann klickt ihr hier oben rechts auf neue Live-Veranstaltung, dann kommt ihr zu diesem Fenster hier, dann könnt ihr hier einen Titel eingeben, eine Uhrzeit und, wie ihr es eigentlich von den Videos kennt. Das einzige, was ihr beachten müsst, ist hier die Zeit. Also ich habe jetzt 10 vor 6 und um 6 würde das starten, also würde jetzt 10 Minuten lang auf dem Video eigentlich eine Meldung kommen, Achtung, um 18 Uhr beginnt der Stream. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn ihr noch ein bisschen Zeit braucht, euch vorzubereiten oder gucken wollt, ob alles richtig funktioniert und. Ist es eigentlich ganz praktisch, denn als nächstes könnt ihr hier natürlich, was auch ganz praktisch ist, auf Privat wechseln. Das könnt ihr bei hier jetzt streamen nicht. Wenn ihr da auf Start drückt, dann wird gestreamt. Und das sehen auch alle. Also Veranstaltungen und privat wählen, wenn ihr ein bisschen ausprobieren wollt oder was auch immer. Und hier natürlich Benutzer definiert. Dann als nächstes drücken wir Veranstaltung erstellen. Dann dauert es eine kurze Zeit. So. Dann hier das nächste Fenster, dann könnt ihr eigentlich ein Thumbnail hochladen hier, kennt ihr von den Videos, ist nichts Neues. Dann hier natürlich könnt ihr die Bitrate wählen, je nachdem was ihr für Internet und für einen PC habt. Ja, ich wähle jetzt einfach mal was und dann könnte man hier noch 60 FPS aktivieren, für die das wollen. Und dann haben wir hier die drei Fenster. Hier, keine Ahnung wieso es drei sind. Braucht man eigentlich nicht, aber es funktioniert eigentlich ziemlich gleich. Wieder hier Broadcast-Einstellungen und dann das zweite URL des primären Servers. Das hier kommt in das obere rein und den Stream-Name hier, diese Nummer, kommt da rein. Keyframe wieder auf 4 stellen. Und auf OK. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Wenn ihr das dann gemacht habt, hier.
könnt ihr auf Änderung Speichern drücken. Wurde gespeichert und dann als nächstes gehen wir zum Live Control Room. Das sieht dann etwa so aus und ja, wir sehen jetzt hier, kommt auch immer eine Fehlermeldung, wenn etwas nicht passt. Wir empfangen keine Daten von einem Encoder, ist ja klar, ich habe ja auch nicht auf Start gedrückt. Und auch wenn ihr sonst irgendwelche Fehler habt, ihr könntet hier zum Beispiel noch mehrere Kameras hinzufügen für eine Webcam oder was auch immer. Wenn da irgendwas nicht stimmt, seht ihr das, kommt hier eine Meldung. Zwar eine grobe Meldung, aber es bringt einem vielleicht etwas weiter. Und ja, das Restliche ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ihr das Ganze eingegeben habt, könnt ihr hier noch das ganze Zeug testen. Hier wäre die Vorschau, ist jetzt natürlich nichts los. Ja, wie gesagt, der Stream, so würde es aussehen, wenn ihr die Zeit nicht, also wenn ihr nicht gerade jetzt beginnt zu streamen, würde es etwa so aussehen, bis dann die Zeit erreicht ist. Und ja, das wäre es eigentlich. Viel mehr ist es nicht. Dann nur noch Streaming starten drücken und es kann losgehen. Gut, das wäre es eigentlich von meinem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es hilfreich war, gebt mir einen Daumen oder ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin Jay und ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao.